Moin Moin Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Insgeheim nehme ich auf, hier ist gerade Das der würde ich eigentlich Kirmes. ab und zu mal kurz leiden. Der Kirmes-Fan ist gerade in der Lobby. Ich habe mich gerade Ich gemutet. auch. Er hört mich gerade nicht, deswegen. Aber er nimmt gerade auch auf, also geht mal auf seinen Kanal vorbei und lasst ein Abo da oder so. Ja, dann entmute ich mich mal und wir spielen das Spiel hier. Roblox, Train, sowas wie Und auch Train noch so eine Simulator. Frage an euch. Habt ihr Lust? Sowas wie Train Simulator ist das und man muss dann so gesehen so Fahrgäste zum Bahnhof bringen, dann kriegt man Geld und von dem Geld, also die Credits, kann man sich bessere Züge kaufen oder andere Züge kaufen und ja, dann entmute ich mich jetzt mal und dann bis ja, jetzt gleich, ne? Da vorne ist eine Stadt, also wird da wahrscheinlich auch höchstwahrscheinlich ein Bahnhof kommen. Deswegen kommt es jetzt schon mal ein bisschen ab. So, bin wieder da. Okay. Und was machst du gerade? Aufnehmen. Ja, das weiß ich ja. Und atmen. Nein, du atmest? Doch, ja. Nein. Doch, ist doch lebensmüde. Das macht der? Nein. Und diesen Bahnhof verfehle ich, ja. Der ist verfehlt, eindeutig. Bist vorbeigefahren schon wieder? Ja, du fährst auch immer viel zu schnell, oder? Ja, hier ist 320, siehst du in der Aufnahme. What the fuck, Alter? 20 ist hier und direkt in der Kurve beim Tunnel ist ein Bahnhof, also noch eine Kurve. Und hier seht ihr auch eine Karte. Klar, auf den ersten Blick ist es direkt komplette Verwirrung, aber wenn ihr euch merkt oder wisst, bei welchem Bahnhof ihr seid, könnt ihr den da ja suchen. Guckt dann, was so die nächsten Bahnhöfe wären. Und dann bei dem Bahnhof, wo ihr seid, dann wisst ihr dann, aha, man fährt da so lang die Route. Und dann irgendwann wisst ihr die auswendig. Auswendig. Da muss man sich aber eine Menge merken. Drei, vier Bahnhöfe. Obwohl, drei, vier, ja, nicht so unbedingt. Ja, du musst dir auch die Weichenstellung merken. Ja, man kann aber so fahren, wie man mag, eigentlich. Du hast die ganze Zeit dieses Tschick-Tschick. Nee. Ich höre nix. Nicht? Hä, was ist das bitte? In der Aufnahme hört man das wahrscheinlich. Tschick-Tschick macht es die ganze Zeit. Ist ein Zug, glaube ich. Oder deine Tastatur. Boah, hat man das gerade gehört, Alter? Ja. Mein Magen hat geknurrt. Das nicht. Also ich würde dir empfehlen, was zu essen. Nee, geht nicht. In 2 Minuten ist noch eh null. Na gut, eine halbe oder Ja so. und? Trotzdem. Ich bin jetzt Bahnhof Roslyn. Ich kann halt nichts essen, weil es nicht drinne bleibt. Sorry, dass ich das so sagen musste in deinem Video, aber ist es halt die Wahrheit, ne? Leute, Entschuldigung, dass ihr es das nicht verstanden habt. Die Vögel sind mal wieder rübergeflogen. Ich sage euch mal eins, es war auf jeden Fall nicht so lecker. Hä? Du Und ich zensierst hoffe. das doch eh nicht. Was Und willst du da ich. bitte zensieren? Du müsstest zensieren, wenn ich jetzt sage, du weißt schon, ne? Ha, oder Effen, Aber ne? trotzdem ist es ekelhaft, wenn die Zuschauer mit Popcorn hier sitzen. Ja, und die sitzen ja nicht mit Popcorn. Niemals. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr ein Video guckt mit Popcorn. Das würde mich mal stark interessieren. Dann essen sie halt Brot dabei. Ah ja, okay. Also, du weißt gerade nicht, was ich mir für eklige Videos in den Video reinziehe, weißt du?
Ich Und würde Leute sterben, weil ich und so dabei viel essen muss. und dabei esse ich. Also, das hast du gesagt, nicht ich. Stellt sich ein bisschen an, oder? Ja, kann schon sein. Du stellst dich zu sehr an. Was trinken. Und jetzt wurde ja gefragt, ja, das hier ist auch kostenlos. Also für alle, die generell die Plattform Roblox nicht kennen, Roblox ist eine kostenlose Plattform. Da müsst ihr auch schon mehrere Leute spielen und dann könnt ihr hier schon die verschiedensten Spiele spielen, außer manche Spiele, die kosten ein paar Robux. Und das ist die Übersetzung echt Geldwährung. Also, das Ja. Spiel ist nicht hundertprozentig kostenlos, sondern nur die meisten der Spielmodis sind kostenlos. Aber in den Spielmodis kannst du dir, wenn du willst, Bonussachen kaufen, was dir vielleicht einen Vorteil erschaffen könnte. Oder Spielmodi, das, was du da immer spielst, das mit dieser komischen Autorennen, Auto, nee, nicht Auto, Autorennschale. genau. Dass du dann andere Modus verspielen kannst, so wie, keine Ahnung, Feuerwehr, wenn es sowas gibt, ne? Da und ist halt trotzdem so ein Pay-to-Win-Spiel, so gesehen. Man ist halt nicht verpflichtet, sich was zu kaufen, man kann es aber, wenn man möchte. Ja, das ist sozusagen wie eine kleine Spende an den Entwickler. Genau. Kann man so sagen. Was für einen Zug hast du gerade eigentlich? Trenitalia, der ER irgendwas für 84 auf jeden Fall. Wie sieht der aus? Das ist so wie so ein ICE, so ein roter. Achso. Ich sehe schon, du bist auch auf dem Server. Ja, bin ich. Der hat mich raufgesneakt gerade. Das fällt direkt auf in der Tabliste, weil hier ist so ein Zeichen vor deinem Namen. Ja, heftig, ey. Ist ihm direkt aufgefallen. Was ist sagen? Aber ich sag dir nicht, wo ich fahre. Ja, man trifft sich auch so. Na, wer weiß. Oh, ich glaube, du musst was zensieren, oder? Nein, doch nicht. Ja. Hä? Was? Also ihr seht, Leute, Supershow ist im Herzen noch ein kleines Kind. Hä? Nee, warum? Einfach so. Hä? Abonniert alle Tanzverbot. Nö. Ne, musst du jetzt zensieren. Ach shit, jetzt kannst du es in den Titel schreiben. Ich hab deinen Namen gesagt. Sorry, Leute. Musste sein. Wollte raus. Wenigstens gibt es in Rheinland-Pfalz kein Tanzverbot. Nee. Warum zum Glück? Magst du den Typen nicht, oder was? Nicht so. Ich habe früher seine Videos gefeiert. Das Unge ist besser. Na, relativ, ne? Also Tanzverbot ist schon eigentlich ein feiner Kerl. Aber so seine Art, wie der jetzt mittlerweile geworden ist, das ist halt echt blöd. Also seine Art, wie er früher war, war halt cooler. What the fuck? Ich hab 25,8 Credits Mal, gekriegt, Alter. was habe ich denn eben gesagt? Wir treffen uns doch. Guck mal, wer links neben dir ist. Wo? Da ist keiner. Doch, ich sehe Hä? das doch. Bei mir ist Ich sehe keiner. dir. Bei mir ist keiner. What the fuck? Ja, Leute, ich zoome mal ran. Du bist Da, unsichtbar bei ihr mir, seht glaube ich. Wo? Supershow 91. Links, 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 links. Mit der Du bist. bunten Bahn. Bei mir sind alle Gleise leer. Du bist im Wrestling. Bin ich? Ja, Lager bin ich, genau. Nee, Roslin. Hauptbahnhof. Genau.
Aber hier ist alles leer. Der ganz linke von dir. Hier, da ist keiner. Hörst du die Hupe? Nee, ich höre nichts. Ja. Im Video wirst Hörst du du es sehen. mich? Im Video wirst du es sehen. Da seht ihr auch mal Superschusszug. So ein roter deutscher Bahnzug, wie so eine S-Bahn. Was völlig normal Wie eigentlich. eine S-Bahn? Irgendwie so. S-Bahn ist Straßenbahn, du Lappen. Ups. Dachte Signal. Ist Nahverkehrszug. Du fährst nicht einen Nahverkehrszug. Ist dir was aufgefallen? Guck mal, Topliste, nur ein anderer ist da. Sonst wären wir alleine. Ja, heftig. Keiner will mit uns spielen. Ja, wenn du chillst, dann lädt hier alles. Ja, aber hat auch was Gutes, ne? Dann klaut niemand uns die Passagiere. Ja. Der Boot ist schön voll. Bist du hier schon mal auf der Map bis zum Ende der Welt gefahren? Gibt's Gibt. auch, glaube ich, Doch, gar doch, nicht. doch, doch, doch gibt es. Es gibt eine Schiene, wenn du da lang fährst. Dann hören die Schienen auf einmal auf, weißt du? Dann ist da so eine Pause zwischen den Schienen und da kannst du einfach entgleisen, weil die Schiene da einfach nicht mehr weitergeht. Und dann ein Stück weiter geht die halt normal weiter. Das ist richtig weird. Ach ja, das hier wird übrigens die XXL-Frage. Das ist ja normal bei solchen Spielen, ne? Bis wie viele Minuten kannst du hochladen? Ich kann so lange wie ich mag. Okay, nice. Nur halt lade ich erst noch, wenn ich wieder besseres Internet habe. Dann Ja. mache ich jetzt noch mein ganzes Internet ab, weil bei mir nebenan ist eine Baustelle. Vielleicht liegt es daran, dass ich schlechtes Internet habe. Ja, nur an der Baustelle hast du schlechtes Internet? Ja, kann schon sein. Also diesen Monat, also beziehungsweise Anfang nächsten Monat, also übermorgen bekomme ich Glasfaser. Ich bin entlastet. Ups. Das hätte ich mir gern angeguckt. Ja, Leute, jetzt seht ihr, wie es aussieht, wenn ein Zug, wenn der erste Teil des Zuges im hinteren, also im Waggon des Zuges ist. Was heißt, wir müssen uns für einen neuen Zug spawnen? Nachher, ich habe den ETR 400. Okay. 330 ist Maximalgeschwindigkeit. Läuft bei dir? Da kostet er auch noch 480. Nur. Ja, ist ja nicht viel. Und ich könnte wieder nicht in meinen Zug rein. Ah, ich komme nicht rein. Oh, sorry. Wollte raus. Jetzt kann ich wieder nicht auf Spawn klicken. Ich hasse es. Musst du Spiel neu starten. So wie ich gerade. Zweimal hintereinander. Jetzt kann ich das hier nicht mehr anklicken. Ja, du musst das Spiel einmal schließen und mal neu connecten. Und Leute, wir sehen uns gleich nach dem Cut. Das hatte ich eben doch auch die ganze Zeit. Und du zensierst doch niemals die Videos. Ich weiß. Darum sowas anzudeuten schon, weißt du?
Vielleicht tue ich es, vielleicht nicht. Nee, glaube ich weniger. Glaube ich weniger, dass du das machst. Ich muss nur wissen, wie es geht. Das ist eigentlich relativ einfach. Musst du die Tonspur anhören in deinem Bearbeitungsprogramm und da legst du so gesehen einen Ton einfach über die Stelle rüber. Oder du schneidest einfach die Tonspur ein Stück raus, das da raus so gesehen. Wow, wieder kein Cent gekriegt hier. Ja, heftig, ne? Kein Cent. Das ist eine Weltneuheit. Oh mein Gott. Was? Das ist eine Weltneuheit, dass da mit Cent bezahlt wird. Krank, ne? Ja, voll. Aber es wäre doch geil, wenn so eine Bahn einfach nur einen Cent kostet, Alter, so ein Ticket. Ich glaube, ich würde ihn erstmal in deine Richtung fahren mit dem Zug. Also fällt mir gerade was ein. Ich darf kostenlos Zug fahren. Aber auch, leider auch nur Niedersachsen weit. Bis Rheinland-Pfalz hast du es ja nicht weit, du musst ja nur einmal quer durch. Ja. Baden-Württemberg. Ja, nee, aber ich kann dir nicht zusagen, weißt du. Und dann sage ich einen ganz anderen Kollegen andauernd ab, wenn er mich einlädt zum Clan-Event und was nicht nur alles. So, da sage ich immer ab oder so, weil es mir das zu weit ist. Erfurt da oben auch, ne? Hier, Eisleben oben da, ne? Liegt ja bei Erfurt da. Eisleben? Mhm. Und das ist eine Stadt? Ja. Und ja, da sage ich halt immer ab, weil mir das echt zu weit ist, weil ich kann leider Gottes kann ich nicht so weit Bahn oder Bus fahren. Nach einer halben Stunde, vielleicht eine Stunde im Bus oder Zug wird mir schon schlecht, also deswegen fällt es alles immer ins Wasser, wenn ich irgendwo hinfahren möchte. Ich weiß gar nicht, wie ich das früh immer geschafft habe, zu den ganzen Demos zu fahren, nach Braunschweig und hat nicht noch alles, wohin, weißt du? Da hatte ich das noch nicht. Da konnte ich so lange Zug fahren, wie ich möchte. Okay, dazu muss man auch sagen, ich und ein paar Leute, wir sind schwarz gefahren von Niedersachsen bis nach Braunschweig. Schwarz. Ja, schwarz, wir haben nicht bezahlt. Also ihr müsstet doch dann direkt auffallen, wenn ihr schwarz ummantelt seid. Und das Lustige, wir waren sogar schwarz gekleidet. Weil wir auf dem Weg zu einer Demo waren. Wollten ein paar Neonazis blockieren. Haben wir dann auch geschafft. Die konnten trotzdem weiter marschieren, aber... Ja. Da hat uns ein Strich durch die Rechnung die Polizei gemacht. Bereit? Jo, ich bin ready. So Leute, das war's jetzt mit dem Cut. Ich bin jetzt wieder drauf, bin hier in Elsheim oder wie es ausgesprochen wird, wieder gespawnt. Ich würde mal sagen, weiter geht's. Mit dabei ist Sebastian, klar, er ist nicht disconnected. Wie könnte er auch nur? Ich glaube, ich bin jetzt mal AFK. Tschüss! Nein, Spaß. Kannst du das so ahnen? Ich bin halt ein Assi. Ach ja, Leute, wenn ihr euch fragt, wie man das da oben macht, dass man seinen Ping und so sieht und CPU und GPU, ihr drückt Escape, Einstellungen und dann macht ihr Leistungswerte hier einmal auf 1. Und dann habt ihr auch diese Infos. Das ist nur für alle, die es interessiert. Ruckelt eigentlich deine Aufnahme? Also keine Ahnung. Also ruckelt dein Spiel, wenn du aufnimmst? Ich meinte das so. Bisschen, aber wenn ich wieder kurz zurückgucke, geht's wieder. Zieh dir mal rein, wie viele Leute warten bei den Bahnhöfen, Alter.
Knapp 500 bei einem. Und du hast fast 2000 Passagiere schon aufgenommen? What the hell, Digga? Ich spiele es ja schon ein bisschen länger wie du. Ja, trotzdem. Dafür, dass du das schon länger spielst, dass ich jetzt schon 700 insgesamt aufgenommen habe. Vorhin noch 600 von, ne, ein paar Minuten noch. So übel geil, ja. Muss mal rauszoomen. Zoom mal mit dem Mausrad raus. Maximal rauszoomen. Muss ich mal rauszoomen. Und damit und so fahren. Da siehst du wenigstens auch alles, wo es hingeht, weißt du? Das ist auch schon so. Ich mag gern so spielen. Ich mag es ja auch gerne im ETS in der Steueransicht zu fahren. Ja, das mag ich wirklich, tatsächlich. Viele können es auch gar nicht, weil die das gar nicht. Ich weiß nicht, wie man das nicht kann, in dieser Sichtweise zu fahren. Ich weiß nicht, wie man das kann, mit deiner Sichtweise zu fahren. Das ist doch easy. Also ich kann es eher in Ansicht, da kann ich besser einschätzen, die Straße. Also ich habe mir jetzt angewöhnt, in American Truck Simulator, weil da ist das mega easy, in der Außensicht zu fahren. Weil man da ja auch nicht umkippt und so. Oh, da warst du. Da bin ich, meinst du? Ich sag ja, im Leben sieht man sich mal zweimal. 58 Tacken gekriegt, Alter. Krank, da. Daraufhin erstmal ein Snickers-Eis. Nikas Bell. Ist ekelhaft, ich weiß. Also ich bin eher so der Marsmensch. Und das glaube ich dir. E.T. von Home. Das ist genauso wie bei Mikrofonen und so. Da bin ich auch lieber bei Auna. Wo bist du? Bei Auna. Bei Auna. Auna ist ein gutes Einsteiger-Mic. Ich kenne viele Streamer, die das auch benutzen. Ich glaube, die Laura Doppelpunkt D. Ich glaube, Odin on Tour benutzt das Mikro auch. Ja. Nightball. Also er hat das nur, das hat er ja, glaube ich, so broadcastet. Ich gucke den nicht, also ich habe keine Ahnung. Ich habe mit dem nicht so wirklich eigentlich gar nichts zu tun. Ich habe ihn früher mal gar nicht geguckt. Der Kindern die Accounts geklaut. Ja, genau, Und seitdem der gucke ich Typ mal. ist selber noch ein Kind. Also jetzt nichts gegen dich so, ne? Ich weiß. Jugendlicher. Na. Okay, wie alt ist der Typ? 14? 15? 15 ungefähr. Ja. Echt jung noch. Man müsste mal seine Adresse leaken. Einfach nur just for fun so. Ich weiß noch früher in Minecraft, als ich mich mal Tabu genannt habe und ich dann immer angeschrieben wurde mit kann ich screen und so, dann dachte ich mir, wieso wollen die Leute immer screen? Und dann wurde mir geschrieben, du bist der beste YouTuber. Dann dachte ich so, was? Und dann habe ich mal auf YouTube nach Tabu gesucht. Und es hieß tatsächlich ein YouTuber Tabu. Und ich rate mal, Bin ich auch immer noch. der hat kein Minecraft gespielt, eigentlich. Glaub nicht, glaub ich, keine Ahnung. Sonst würde ja sein Minecraft-Name bekannt sein. Bin heute ein sehr langsamer Zug. Entspannt, holt euch das Popcorn raus.
Ja. Und dieser Sound von diesem Zug, der ist so geil. Leute, wenn ihr den Sound auch geil findet vom Zug, wenn ich hier gerade fahre, wir können es auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Definier mal das Wort geil. Bitte? Definier mal das Wort geil. Mit hier, ob ihr meinen Zug geil findet, definier mal das Wort geil, denn Alter. Ich bin verwirrt. Ja, das soll ich sein. Falls Zuschauer da sind, die das jetzt gereilt haben, schreibt das in die Kommentare. Ich weiß, wie du es meinst. Bah. Ja. Oh, geil, ey. Sorry, das musst du alles zensieren, ne? Ne. Ja, also. Vielleicht. Was? Du musst mal bei den Bahnhöfen, du musst mal ranzoomen an deinen Zug. Da kommt so, wie wenn da jemand so putzt, so, tsch, tsch, so Geräusche. Das ist normal. Du kannst ja auch ranzoomen in komplette Ego-Sicht in manchen Zügen, ne? Und dann kannst du vorne einfach rausgucken, so gesehen. Das geht bei meinem Zug leider nicht. Bei meinem Zug aktuell geht's. Ich hab nur links und rechts ein Fenster. Aber nicht nach vorne hin. Neben mir ist ein geiler Zug. Oh, ein cooler Zug. Weißt du, ich weiß nicht, was war, aber es ist einfach. Ja, ist aber so. Aber mittlerweile schon nur über 21, Alter. Ja, 18 plus Zone hier, ne? Ja. Was heißt das? Ah, scheiße, Okay, Leute, Miss, nicht hören, wenn ich jetzt scheiße sage. jetzt können wir über vernünftige Themen reden. Aber ich lasse es lieber. Was die Leute in meinem Video wissen jetzt gerade, wieso ich scheiße gesagt habe. Warum? Ich sag nur Kurve. Entgleisung. Nee. Aber ich bin mit knapp 230 in der 130er-Zone gefahren. Denn piept es ja die ganze Zeit bei dir, wa? Ja. Ach ja, Leute, falls ihr euch fragt, man hupt einfach auf H drücken, wie Hupe halt, H wie Hupe. Nein. Du meinst ein Trainhorn. Da bin, dem würde ich jetzt nicht so ganz zustimmen. Hä, Trainhorn, heißt das so? Ich weiß. Was Dem sind würde ich die ganz gut zustimmen. coolsten Pranks in den USA? Trainhorn-Pranks. Es gibt auch so Videos auf YouTube, von so einem MAN. Das ist auch ein deutsches Video. Und da haben die so eine LKW-Hupe, so diese Hupe halt eingebaut. Obwohl das ja nur so eine normale Hupe hätte. Und dann haben die damit verschiedene Leute erschreckt. Ach, mega witzig. Wenn ich es nochmal finde, kann ich es noch in der Beschreibung verlinken. Kannst du machen. Also an alle Leute, die es interessiert, ne? Ist in der Beschreibung höchstwahrscheinlich verlinkt, wenn ich es noch finden sollte. Ne, verlink auch mal das Spiel dann in der Beschreibung, falls deine Leute das Spiel auch spielen wollen. Ich habe oben links den Namen eingeblendet. Ja, trotzdem. Man kann ja trotzdem einfach auf Easy den Link einfügen, weißt du? Ja, kann In man. der Videobeschreibung. Ach Es ja, gibt Leute, ja viele schreibfaule habt ihr Menschen. Bock auf ein Let's Play von Rollercoaster Tycoon 3? Ja, hätte ich. Würdest du es aktiv gucken? Wenn du mich unterhältst, dann ja. Gut, dann hätten wir schon mal einen Zuschauer für Also, Rollercoaster Tycoon. ja, aber auch nur, wenn du mich ne, auch unterhältst. Auch, also unterhältst auch mit Sachen, du baust jetzt zum Beispiel eine Achterbahn und Dekoration, alles, was es so gehört. Für mich Kirmes-Fanatiker, der sich schon wieder freut. Ende nächsten Monats heißt es Rummel aufbauen.
Und abbauen. Bei mir heißt es am 5. März Party. Und weil das Status ja ein Faschingsanzug. Party. Vielleicht lade ich dazu auch ein Video auf meinem Kanal hoch. Also nicht auf diesem, wo ihr das Video jetzt gerade seht, sondern auf meinem zweiten Kanal, Kirmes von Rheinland-Pfalz. Kann ich auch gerne mal in der Beschreibung verlinken, sollte es euch interessieren. Da kommen halt nur Real-Life-Videos von Kirmes hoch. Das hier ist halt so mein Kanal, wo ich halt Gaming-Videos hochlade. Über Abos hast du eigentlich? Wo? Auf deinem Gaming. Da, wo du das Video hochlädst. Keine Ahnung. Aber unter 20. Unter 20? Das geht ja so gar nicht. Leute, geht mal alle auf seinen Kanal und abonniert ihn. Nimmst du auch auf? Nein. Du bist schon? Nein, nämlich nicht. Ich wollte nur nett sein. Du hast gerade zu meinen Zuschauern gesagt, dass die auf meinen Kanal gehen sollen. Genau, und auch die Leute, die dazu kommen, so gesehen, das Video durchgucken und denken, hey, boah, nee, irgendwie ist das nicht so mein Ding, aber abonniert trotzdem. Nee. Die ersten 100, nee, die ersten 100, das ist egal. Die ersten 100, das ist komplett egal, wie aktiv ihr seid. Das auf meinem Vlogging-Kanal, also Real Life Teams-Kanal, habe ich, glaube ich, keine Ahnung, irgendwas mit 30. Ernsthaft? 30? Ich dachte, du hattest mehr. Nee, 30. Nice. Ich will auch nochmal 30 Abonnenten haben. Du hast 300, 330. Nein, habe ich nicht. Ich habe 30. 300? Nein, 30. Glaubt ihn nicht, wenn er sagt, dass ich über 300 habe. Habe ich nämlich gar nicht. Leute, am Ende der Aufnahme zeige ich es halt mal kurz. Nein, machst du nicht. Doch. Nein, machst du nicht. Ich dich live auf deinem Kanal. Nein, machst du nicht. Dann muss ich dich aber leider wegstriken, ne? Ja, gerne. Okay. Mach ich. Kannst auch jetzt schon mal einen Strike einreichen. Hm? Kannst auch jetzt schon mal einen Strike einreichen. Wollen wir wieder YouTube-Beef oder was? Ich strike keinen. Das müsstest du eigentlich besser wissen. Oh nice, Alter, da kommt ein Bahnhof, wo gleich knapp 200 Leute aussteigen. Ich nehme allein hier schon wieder 15 Minuten auf. Northwell. Doors opening on the right side. Ich hab 100 Credits gekriegt, Alter. 100. Kiki? Das ist heftig. 319,3. Ich hab 440,6. Meine Passanten. Du bist nur noch 700, knapp 800 Passagiere entfernt von mir. Ja, das heißt, ich muss wohl die Nacht durchmachen. Oh, ich glaube, dann muss ich auch die Nacht durchmachen. Was ich wahrscheinlich eh wieder mache. Hm? Wer da rechts vorbeigeschossen kommt. Weil ich den Bahnhof bekomme. Ups. Obwohl hier so viele Leute ausgestiegen wären. Aber bringt ja gar nichts auf den Gleis, weißt du? Da kannst du ja gar nicht anhalten. Doch, geht. Ach, erst hinten weiter, ne? Ja, ne, auch direkt vor du. Was ist alles gleich weit? Nee, du musst direkt an der Bahnsteigkante halten und nicht einen Zuggleis daneben. Du warst ja nur auf einer Brücke gerade, neben dem Bahnhof. Ja, man kann da halten, war auf der Seite auch welche Bahn. Okay. Das stimmt ja, wenn man am Ende vom Bahnhof, ne? Ja. Also. So, da ist ja direkt wieder am Bahnhof. Okay, den bekomme ich auch nicht. Ups. Also Leute, ihr seht, es ist völlig normal, dass man hier mit 140 am Bahnhof lang rast. Völlig normal.
Bist du geradeaus gefahren oder rechts? Geradeaus, ich fahre immer nur geradeaus. Ja, ich meine von der Schienenlage. Ich verstehe auch keine Weiche. Nur Ja, ich nur weiß. jetzt eben gerade, um einen Bahnhof reinzuhören. Ich fahre über so eine grüne Brücke. Ja, bin ich auch gefahren. Nice. Und dann kommt ein Bahnhof, da aber nicht abbiegen, einfach geradeaus bleiben. Ich bin jetzt S-Heilader oder wie es heißt. Das ist ein Schuh. Wieder 30 Tacken gekriegt, jetzt habe ich 550. Wie viel? 550 Credits. Das hast du mich ganz stark eingeholt. Krank, ne? Na, überhole ich dich heute noch? Ich hoffe ja nicht, ne? Ich will dich ja nicht immer in deinen Spielen überholen, die ich von dir habe. Außer in diesem komischen Auto später. Da kann ich dich nicht überholen. Wieso? Was hast du Auch wenn ich gemacht? jetzt Hate kriege, sorry, ich muss was trinken. Sonst reihe ich hier hin. Oh, der eine ist immer noch drauf. Ja. Man kann jetzt auch nicht lappen. Guck doch mal an, wie viele Leute auf den Bahnsteigen warten. Sowas kann man ja auch nicht, ne? Machen. Wie lange nimmst du eigentlich jetzt schon auf? 18 Minuten nach dem Cut und wahrscheinlich noch so 20 oder 25 Minuten vor dem Cut. Okay. Machst du daraus einen Zweiteiler? Oder schneidest du es zusammen? Machen Zweiteiler. Bitte? Machen Zweiteiler. Wenn du schon so Cuts hast, machen Zweiteiler daraus. Okay. Teil 1 halt vor dem Cut und nach dem Cut ist Teil 2. Ich habe keine Endbegrüßung gemacht. Ist ja egal. Kannst du ja, das kannst du ja im Nachhinein noch machen, weißt du? Einfach über Audacity ne, abschließende Worte aufnehmen oder so. Und das setzt du dann einfach darüber mit einem Bild oder so. Ich lasse einfach. Ich muss ja nicht warten, bis das nächste wieder rauskommt. Ich nehme mal keine Aussteigen. Oh, hier habe ich jetzt wenig gekriegt. Kannst du mir noch gute Filme empfehlen, die cool sind, Actionfilme mäßig? Keine Ahnung. Ich gucke nicht so viele neue Filme. Guckst du nicht? Ich gucke am meisten YouTube. Leute, empfehlt mir mal gute Actionfilme. Bei ihm in die Kommentare. Ich bin nicht so der Action-Film-Typ. Ihr könnt gerne bei ihm in die Kommentare schreiben. Ja, nee, bringt ja nichts. Ja, doch. Nein, bringt ja nichts. Und du hast doch gefragt, ob ich welche kann. Ja, okay, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich verlinke ihn euch, Leute. Du verlinkst mich? Oh. Ehre. Danke. Ich habe mich verfahren. Nach Spring Hills bin ich links gefahren. Okay, ne, ich fahre weiter geradeaus. Das war diesem einen Hafen. Das ist mir egal, wenn ich bei manchen. Boah, okay, aktuell habe ich nichts über 100. Knapp Was? 100. Bei Spring Hills kannst du Gas geben. Dann, nee, ich fahre. Ich fahre meine.
Keine Ahnung. Erst um 5% vom Gasschub. Oh, ich weiß, was ich mir gleich zu essen noch machen kann. Einfach ohne Geschmack, komplett ohne Geschmack. Kennst du diese Fertigpfannkuchen? Ne? Die für die Mikrowelle oder so? Die schmecken einfach nach nix. Die schmecken eiskalt nach nix. Nix, wirklich nix. Die haben einfach null Geschmack. Mach Geschmacksverstärker drauf. Ja, nee, bringt mir nix. Du musst einfach tonnenweise Zucker raufknallen. Hat das Geschmack. Also komplette Süße. Geschmack hat das Ding, aber es hat halt null Süße. Du schmeckst halt null Süße, gar nichts. Ist halt bitter. Ein bitterer Pfannkuchen. Leute, jetzt seht ihr hier mal einen Bahnhof. Bahnhof, einen Hafen, wo eigentlich keine Bahnhöfe sind. Wo wahrscheinlich noch welche hingebaut werden. Ja, na klar, geil. Ich hoffe, die erweitern dieses Spiel. Mit mehreren Servern und sowas. Sowas wäre auch geil, oder? Sowas wie bei diesem Autospiel da. Genau, sowas müssen wir hier auch machen. Wir müssen hier eine starke Community kriegen. Guck mal, wir sind die einzigen beiden jetzt nur noch. Alle Passagiere gehören uns, nur uns. Wir können doch vielleicht uns mal bewerben. So als beide oder so. Ich meine, wir beide verbringen ja auch viel Zeit vorm Rechner. Hä? Vor dem Rechner? Das ist mein Leben. Ich verbringe nicht viel Zeit vor dem Rechner. Das ist die Zeit. Oh, ich habe gar nicht viel Zeit. Aber ich bin halt PC-süchtig, ne? Bin halt süchtig. Muss mal überlegen, ne? In meiner Wohnung habe ich zwei Fernseher, was nicht nur alles so, ne? Aber ich hänge wirklich nur vom PC rum. Ich gucke ja auch keinen Fernsehen. Ah, doch. Manchmal, so ein bisschen. Zum Einschlafen oder so. Dann gucke ich Fernsehen, aber sonst gucke ich eigentlich gar keinen Fernseher. Mach alles per Computer. Es gibt alles auf YouTube auch so Filme. Kosten zwar Geld, aber. Na, es gibt auch kostenlose Filme. YouTube. Ach ja, A2 Abenteuer Autobahn gibt es nicht mehr auf YouTube. A2 Abenteuer Autobahn gibt es nicht mehr auf YouTube, wurde Nee. weggeswiped. Oh, es gibt noch andere. Ja, aber A2 Abenteuer Autobahn gucke ich am meisten am liebsten. Heute ist Donnerstag, oder? Heute ist Donnerstag. Dann bin ich wahrscheinlich heute erst wieder später online. Aber heute kommt A2 Abenteuer Autobahn. Und heute auf D-Max 20:15 Uhr. Also jeden Donnerstag, oder? Oder 21:15 Uhr, muss ich mal gucken. Ich glaube, super Show. Ich glaube, man kann sogar am Hafen abladen und einladen. Es gibt ja auch so Containerzüge hier. Kann sein. Aber hier bei Ayat, da ist ja auch so was. Weil diese Bahnschranke ist gerade so laut, ey. Naja, Leute, ich würde mal sagen, ist das mit dem ersten Teil von Terminal Railways, wie ihr oben links auch sehen könnt.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, die erste Folge, na klar, direkt eine XXL-Folge. Wir wissen noch nicht. Ja, ich würde mal sagen, das war's und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Und abonnieren nicht vergessen. Aufnahme war schon aus. Nice. Und das ist eine XXL-Folge bei dir? Ja, die geht jetzt bestimmt eine Stunde oder so. Und ja, kommt hin. Soll ich nochmal direkt die nächste aufnehmen? Mach doch. Ach, und zu sagen, ich nehme doch auf, ne? Ich nehme doch auf. Ich habe doch aufgenommen die ganze Zeit. Ich nehme sogar immer noch auf. Seitdem ich mich mal gemutet habe, seitdem nehme ich auf. Warte, ich starte jetzt. Jo, mach das. Hallihallo, liebe Freunde. Willkommen zum zweiten Teil von Tamara Wellness, die ihr oben links noch wieder eingeblendet habt. Wieder mit Super Show 93. Hallo. Wir fahren jetzt weiter von Bahnhof zu Bahnhof, ja. Und dieser Part, was ich gesagt, wird es auch nicht so lang. Ja, weil die erste Folge war halt schon XXL. Machst du immer so 10 Minuten Dinger denn, oder? 10 bis 15. Nice. Ach ja, Leute, solltet ihr den ersten Teil noch nicht gesehen haben, ich werde wahrscheinlich eine Playlist machen. Ja, die ist dann auch rechts oben beim i verfügbar. Ich bin jetzt, glaube ich, gleich, ja, bei was dann bin ich jetzt? Nice, auf jeden Fall redest du mehr als ich. Das schon, auf jeden Fall redest du mehr als ich. Gefühlt. Ja, kommt schon. Aber ich bin ja auch dafür bekannt, dass ich wenig rede. Mittlerweile. Okay, es kommt immer auf die Sache an, worüber ich gerade rede und so, ne? Leute, ich gucke jetzt mal gerade nach Eventzügen. Polar Express, was kostet der? Viech. 100.000. Ah, die sieht auch schon richtig geil aus. Leute, was sagt ihr zu dem? Dann hier ist 66.666. Und der sieht natürlich auch übelst geil aus. Aber 66k, ja, das ist ein bisschen einfach. Muss ich ja gucken, neu. Okay, aber 450k. 250. Da sieht das so aus. 1500. Und der sieht aber auch schon sick aus. Also ich bin jetzt eine komplette Runde auf dieser Schiene gefahren. Weißt du noch, in diesem Gebiet, wo ich da hingefahren bin, wo man nur diese lange Kurve fährt, so gesehen? Also diesen Kreisverkehr, so gesehen, und dann wieder in die andere Richtung fährt? Da war ich doch eben. Ja, da bin ich gerade. Auf dem Rückweg aber schon. Ich bin jetzt wieder rausgegangen und gespawnt. Okay. Und ich kann wieder nicht in meinen Zug einsteigen. Was Leute, ihr seht, es gibt hier auch noch den einen oder anderen Bug. Ja, es ja, hin und wieder ist der Account ein bisschen verbuggt, wenn man gesperrt hat. Oh. Ich beende die Aufnahme. Achso, okay. Irgendwie keine Lust. Keine Lust, ne? Ja, ich bin später. Ja. Ist viel zu reden. Möchtest lieber so ein bisschen spielen, ne? Ja. Ist ja auch verständlich, ne? Mhm. Also es ist gleich 1 Uhr nachts, Alter.
Ich bin mal kurz auf Klo. Ja, mach das. Viel Spaß. Danke. Viel Erfolg für den nächsten Zug. Da sprintet er los. Ja, das ist eigentlich ein ziemlich lustiges Spiel. Also ich kenne das von dem Herrn hier so gesehen, den ihr gerade gehört habt. Er hat mir gesagt, ja, das Spiel ist ganz geil. Kannst ja mal ausprobieren. Und ich spiele seit gestern und ja. Es macht doch schon Spaß, wenn man so einen Spaß an so Simulatoren, Spiele hat, Train Simulator mag, dann ist das Spiel ideal auf jeden Fall. Es ist halt wie Train Simulator, bloß Low Graphics. Mutter ist er wieder. Bin wieder da. Man hat deine Tür gehört, ja? Die quietscht. Ja, ich weiß, der Tisch ist auch direkt neben der Tür. Wie bitte? Ich weiß, der Tisch ist auch direkt neben der Tür. Ich glaube, ich spiele irgendwie was anderes. Wie? Du spielst was anderes. Ja, es wird ja auch langweilig im Spiel. Nee, das Spiel ist doch geil. Ja, ich weiß, aber irgendwie ist es irgendwie voll langweilig geworden gerade. Okay. Also sowas, ich mag was spielen, dann spiele ich es, aber dann habe ich irgendwie keine Lust mehr. Kenn ich. Ich habe das Phänomen ziemlich oft, wenn ich EDR spielen möchte oder streamen möchte. Oder mir überhaupt vornehme zu streamen. Dass ich dann einfach instant Stream ausmache und dann keinen Bock mehr habe zu spielen. Das habe ich öfters. Ich mache jetzt die Stunde auf jeden Fall noch voll. Was ist ein? Hä? Also ja, erstmal ja. Oder die Aufnahme, die Stunde. Du nimmst auf? Hm? Du nimmst auf? Hab ich doch eben gesagt, dass ich die ganze Zeit. Ich nehme schon die ganze Zeit auf. Schon seitdem ich mich vorhin im Teamspeak gemutet habe. Da war nämlich meine Begrüßung. Oha, ne? Hab ich gar nicht mitbekommen. Doch, du hast das sogar noch gedacht. Du hast sie also gesagt, hey, nimmst du auch auf und so? Und ich ganz halt so, nee, mach ich nicht und so. Und da habe ich die ganze Zeit schon aufgenommen, also. Es gibt einen Strike. Ja, und? Dann strike mich doch. Nicht. Mir doch Rain. Ich weiß nicht, was ich so mag. Irgendwie habe ich Lust, das zu tun, aber irgendwie weiß ich nicht was. Ich würde jetzt was sagen, aber ich lasse es lieber. Sag ruhig. Mm-mm. Doch. Nein, nicht im Video. Dann müde ich kurz. Hä? Nein. Ich sag dir später.
Magst du Round Tycoon oder Theme Park Tycoon oder Hotel Driving? Ich spiele noch, ich spiele hier weiter. Ich will dich noch einholen. Das ist mein Ziel vor dieser Nacht. Ja, vorhin noch sagen, ich mag dich nicht in jedem Spiel einholen. Ja, komm. Jetzt muss es aber. Jetzt muss man nutzen, wenn wir die einzigen beiden hier auf dem Server sind. Jetzt muss man einfach nutzen, ein bisschen Punkte zu haben. Du hast mich überredet. Ich will mir so ein 1800 dazu kaufen. Oder ein Tausender. Ich stehe für 1500 vielleicht. Ah, ich sehe dich. Bleib mal stehen. Nee, geht nicht. Oh, ich bin jetzt bei dir. Siehst du den Zug hier? Nein. Ach, da ist einer. Ich sehe dich noch direkt. Hast sogar noch gehupt. Hä? Nein, habe ich nicht. Das macht er automatisch. Ich hab gehupt. Ach so, ja. Habe ich gehört. Nein, hier links bist du. Wir begegnen uns sogar nochmal. Oh, du fährst weg. Tschüss. Bis gleich. Bis später. Wir sehen uns eh gleich wieder. Bis später, du kleiner Kampfzwerg, Alter. Kampfzwerg? Ja. Nein, das bin ich kein Gartenzwerg. Ja, das stimmt. Ups, ich war mit knapp 200 in der 100er Zone. Also ich bin jetzt auf der Alpha, so was man sieht. Okay. Ja, ich wette um 100%, dass du mich aufnimmst. Okay. Siehst du ja, wenn ich jetzt hochlade. So lange warte ich nicht ab. wartest du nicht ab. Ich schicke mir einfach gleich ein Video von der Datei. Hä? Nein. Doch, einen kleinen Einschnitt. Du musst es mir ja nicht, du musst es mir ja nicht glauben. Solange ich es glaube, reicht es ja, ne? Ja, glaub nicht. Ja. Siehst du, das Okay. glaube ich sogar. Entweder glaubst du mir oder du glaubst mir nicht. Das bei Rosslyn sieht man keine einsteigen. Ja, habe ich vorhin auch bei irgendwie drei, vier oder fünf Bahnhöfen, da ist halt keiner eingestiegen. Wo bist du jetzt schon? Roslyn Süd ist mein nächster Halt. Ich bin jetzt was für ein Hauptbahnhof. Das reicht nicht, du brauchst, oder? Das reicht nicht, ich muss zurückfahren. Wie bitte? Ich muss nochmal zurückfahren. Ich bin hier im Bahnhof mit, oder? Ja, ganz klein bisschen muss ich zurückfahren. Ich muss ja 12 Leute einsteigen lassen. Ich glaube, es sind 7 oder so ausgestiegen oder so. Kennst du das, wenn du voll lange wach bleibst und dich dann ins Bett legst und nicht trackst? Ja, kenne ich. Das beste Gefühl auf Erden.
Nee. Das beste Gefühl auf Erden ist was anderes. Hä? Was ist das Gefühl? Sag ich dir nicht. Und dann ist es dasselbe. Nee, nee, Quatsch. Das Gefühl siehst du, merkst du, sag ich dir, wenn du älter bist. Ich schweige, Peter, schweigt aber nie. Das beste Gefühl ist, wenn du lange unterwegs warst oder so draußen oder so, dann nach Hause kommst und dann erstmal ein kühles Bier trinkst. Das ist ein geiles Gefühl. Im Hochsommer, wenn es draußen irgendwie so 30 Grad sind oder so oder mehr, ne? Ich sag ja nur letztes Jahr den Hitzemonat. Wo ist 49 Grad bei uns? Bei uns nicht anders. Und ja, und da hatte ich einfach. Und das schlimmste Gefühl bei der Hitzewelle, weißt du, was das schlimmste Gefühl war? Was? Mein Sonnenbrand, Verbrennung dritten Grades. Okay, wie viel Grad haben wir? Hä? Dritten Grades? Das ist die Wie viel Verbrennungsgrad, Grad ne? ihr hattet? Über 40. Oder knapp 40, sagen wir. Über 30, so. Ich weiß nicht, wie warm wir es hatten. Auf jeden Fall saß ich den ganzen Tag in der Sonne. Von morgens bis abends. Also im Sommer bin ich auch immer draußen. Auf Da bin ich kurz. immer im Pool, da springe ich immer auf einer Leiter. Okay. Das Ja, finde ich aber echt auch. ich war am See. Wir haben hier so viel Wasser, ne? Ich kann in der Nordsee schwimmen gehen und so. Aber dann gehe ich lieber in einem See schwimmen, wo jedes Jahr Blaualgen drin sind. Und zu dem Zeitpunkt waren da auch Blaualgen drin. Ist dir schon was aufgefallen? Was denn? Wir sind schon seit langem nicht mehr alleine. Ja, ich weiß. So Leute, das war's hier von der ersten Folge. Der ersten XXXXXL Folge mit dem Kirmes Games. Gaming. Ja, Kirmes Gaming. Von mir aus. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr es bewerten. Geht alle auf seinen Kanal, lasst ihn ein Abo da. Wenn ihr Wenn ihr wollt. aktiv seid. Nur wenn ihr wollt. Jo, tschö, bis zur nächsten Folge.